Wir haben mit Otama einen Charakter mit einer interessanten Teufelsfrucht. Sie kann aus ihrer Wange kleine Klößchen ziehen und wenn Tiere diese essen, gehorchen sie ihr. Wir haben mit Speed gesehen, dass diese Teufelsfrucht auch bei Smile-Nutzern wirkt. Interessant wäre nun zu wissen, ob diese Fähigkeit auch bei richtigen Zoan-Teufelsfrucht-Nutzern wirkt oder ob diese die Fähigkeit blocken können, wenn ihr Wille nur stark genug ist. Sollte diese Fähigkeit auch bei richtigen Zoan-Teufelsfrucht-Nutzern wirken, was würde passieren, wenn Kaido eines davon ist? Kann er die Kraft irgendwie blocken, zum Beispiel eben durch seinen Willen? Oder würde er ein Sklave von Otama werden? Sollte zweiteres der Fall sein, könnte man dadurch Kaido besiegen, ohne ihn vernichten zu müssen. Und damit wäre das Problem gelöst, wie Ruffy einen Kaido besiegen soll. Problem an dieser Sache wäre nur, das würde Kaido ziemlich ins Lächerliche ziehen und ob Oda es sich leisten kann, diesen so gehypten Charakter so zu zermalen, ist eher fragwürdig. Dennoch ist die Fragestellung an sich recht interessant. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Was denkt ihr, was passiert, wenn Kaido so ein Kibidango essen würde? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen und Abo nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.